Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Konferenz. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren. Es ist soweit, der vorletzte Spieltag. 9 Partien sind mit dabei. Und wer aufgepasst hat, wird sagen, das stimmt doch gar nicht, es sind nur 8 Partien. Das ist richtig, Frankfurt gegen Mainz, die spielen erst am Sonntag, weil Frankfurt ja noch in der Europa League ist. Da denkt, keine Ahnung, die DFL nicht so ganz mit. Kann man auch nicht erwarten, von deutschen Teams eigentlich so weit zu kommen. Frankfurt ist die Ausnahme. Und deswegen gibt es dieses Spiel mit Timelink erst nach der Konferenz. Jetzt aber viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's. Also, schauen wir uns nochmal die Tabelle an, bevor es losgeht, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind. Klar, die Bayern können mit einem Sieg in Leipzig alles klar machen. Dortmund muss die letzten beiden Spiele gewinnen, um noch wirkliche Chancen zu haben. Leipzig ist sicher in der Champions League, theoretisch können sie auch noch Dortmund überholen, aber dazu muss auch eben einiges passen. Frankfurt, Leverkusen, Gladbach, Wolfsburg und Hoffenheim streiten sich noch um die Champions League bzw. die Europa League. Einer von diesen Teams wird es eben am Ende nicht schaffen, weil nur die ersten 7 Plätze es reinschaffen, bzw. die ersten 4 Champions League, 5 bis 7 Europa League. Aktuell wäre Hoffenheim draußen, aber ist ja noch alles möglich. Bremen dahinter noch mit Minimalchancen, aber wirklich relativ unrealistisch. Dann ein großes, riesiges Mittelfeld bis hin zum Relegationsrang. Da steht dann der VfB Stuttgart, hat 5 Punkte Vorsprung auf Nürnberg und 6 auf Hannover. Das heißt, um Hannover in der Liga halten zu können, muss Stuttgart verlieren. Alle beide Spiele, Hannover muss beides gewinnen. Relativ unrealistisch. Da eher noch der Club, der jetzt erstmal gegen Gladbach ran muss. Aber auf die Partien im Detail schauen wir jetzt noch. Und dann kann es eigentlich gleich losgehen. Also nochmal einen schnellen Überblick über die Spiele. Leipzig gegen Bayern, Leverkusen gegen Schalke, Nürnberg gegen Gladbach, Hoffenheim gegen Werder Bremen, Hannover, Freiburg, Stuttgart, Wolfsburg, Dortmund, Düsseldorf. Diese 8 Partien jetzt eben auch in der Konferenz. Frankfurt und Mainz dann später im Einzelspiel. Jetzt geht's aber wirklich los mit der Konferenz. Und damit ein ganz herzliches Hallo in der Konferenz, eine besondere am vorletzten Spieltag, in der Regel ja alle 9 Partien zum gleichen Zeitpunkt, aber die Frankfurter haben es durch die Halbfinalpartie in der Europa League geschafft, dieses System, dieses bewährte System auszuhebeln. Am 34. Spieltag wird das dann alles aber so laufen, wie man es kennt. Die Leipziger im variablen Dreier- bzw. Fünfer-Verteidigungsaufgebot mit Paulsen und Timo Werner vorne. Die Münchner heute ohne große Überraschung, Hummels aber in der Startaufstellung für Boateng. Ansonsten bleiben auch hier größere Überraschungen aus. Wir dürfen gespannt sein, schauen jetzt aber erstmal eine Station weiter. Nach Sinsheim und die TSG aus Hoffenheim hatte ein bisschen Querelen unter der Woche, weil sich da Kramaric Richtung Nagelsmann kritisch geäußert hat, aber das ist wohl überwunden. Bremen möchte die Minimalchance auf die Euroleague wahren, gucken wir drauf, aber das später. Der VfL Wolfsburg ist zu Gast im Schwabenland. Die Stuttgarter müssten bestenfalls heute gewinnen. Dann ist die Relegation sicher und mit etwas Selbstvertrauen möchte man da bestenfalls auch reinrutschen und nicht mit 2 Niederlagen, was ja theoretisch und vermutlich auch reichen würde. Wolfsburg will die Europa League sichern, vielleicht sogar die Champions League. Im 4-3-3 soll es klappen. Wir gucken nochmal weiter. Nach Leverkusen, das zweite Heimspiel in Folge für die Bayer 11 und hier ist der FC Schalke 04 zu Gast. Der konnte sich, wie es zu dieser Saison der Knappen passt, mit einem torlosen 0:0 gegen Augsburg in der Liga halten. Rein rechnerisch ist da nichts mehr möglich, es brennt nichts mehr an. Vielleicht verkaufen sie sich heute mal wieder etwas besser als zuletzt gegen Augsburg. Wir gucken noch eine Station weiter. Wollen ja möglichst viele Stationen beleuchten. Wir sind in Augsburg. Die Hertha aus Berlin ist zu Gast. Wir werfen einen Blick auf die Gästeaufstellung. Und hier geht es wirklich nur noch um die goldene Ananas. Hertha ist schon lange gerettet und der FC Augsburg auch seit dem letzten Spieltag.
Wir gucken in den Signal Iduna Park, da ist es etwas spannender. Weil hier die theoretische Möglichkeit noch auf etwas Spannung besteht zumindest. Düsseldorf ist ja auch schon gerettet, Platz 10 ist es geworden. Die obere Tabellenhälfte wird es am Ende nicht mehr, das ist Punkte und vor allem torverhältnismäßig kaum zu erreichen. Dortmund möchte zumindest im letzten Heimspiel der Saison die Möglichkeit wahren, noch aus ja, unerfindlichen Gründen vielleicht, die Patzer von Bayern auszunutzen. Unmöglich ist es nicht, aber richtig logisch wäre es auch nicht. So, wir schauen drauf. In Nürnberg geht's los, also ab nach Nürnberg. Ja, der Anstoß ist hier bereits erfolgt. Ein paar Augenblicke früher als in Dortmund. Die Klubberer in den roten Trikots mit den schwarzen Hosen von links nach rechts im ersten Durchgang. Und Borussia Mönchengladbach will noch gerne in die Champions League, aber erstmal gewinnen, um die Europa League zu sichern. Jetzt gab es hier auch schon direkt mal den ersten Abschluss. Es gibt ja keine Alternative zu einem Sieg für den ersten FC. Und da war auch ein Handspiel dabei. Wird aber von Ginter aus kurzer Distanz auch etwas unglücklich angeschossen, aber die war schon etwas ausgefahren. Dennoch, Spiel geht weiter, also kein Elfmeter. Wir gucken drauf und wenn hier nichts geschieht, sehen wir eine Station mal weiter. Ja, hier ist es vermutlich am interessantesten jetzt, wie diese Partie verläuft. Denn der FC Bayern München sollte hier unbedingt gewinnen, um den Druck am letzten Spieltag zu Hause gegen Frankfurt nicht mehr zu haben. Kingsley Coman mit der ersten Möglichkeit hier in der 7. Spielminute. Bayern in Rot, das ist klar. Und die roten Bullen in den weißen Trikots ist ja hier auch eine Generalprobe für das DFB-Pokalfinale in 2 Wochen. Da möchte man sich schon mal präsentieren auf beiden Seiten, dem Gegner schon mal ein bisschen zeigen. Wir haben das Potenzial, euch zu schlagen. Und das ist ja vermutlich wirklich eine offene Partie. Bayern aktuell Tabellenführer, vermutlicher Meister zum 7. Mal in Folge. Und Leipzig, die eventuell spielstärkste Mannschaft in der Rückrunde. Forsberg mit der Flanke, Niklas Süle ist dazwischen. Gucken wir gerade nochmal auf die Möglichkeit von Coman, aber das war alles andere als gefährlich. Aber natürlich würden die Bayern es heute gerne schon festmachen, diese Meisterschaft. Der Dreier ist dazu Pflicht. Oder eben das Verlieren von Dortmund. Timo Werner mit dem Kunstschuss nach 10 Spielminuten, aber trifft nur das Außennetz. Relativ spitzer Winkel und dann ist das erstmal hier gegessen. Wir schauen mal nach Sinsheim. Da geht es ja für die Bremer eventuell noch um die Europa League, aber wirklich nur eventuell. Aber Bremen glaubt dran und spielt nach vorne. Sie möchten zumindest alles tun, was in ihrer Macht steht. Wir schauen gerade auf 2 Chancen. Eine von Milot Rashica, eine auf der anderen Seite, die von Pavlenka aber pariert werden konnte. Und jetzt kommen wieder die Gastgeber. Kaderabek mit der Flanke, Moisander kann es erstmal klären. Hoffenheim und Bremen trennten sich ja zuletzt jeweils 2:2. Und beide konnten damit nicht leben. TSG Hoffenheim hätte absolut gewinnen müssen gegen Gladbach und Bremen gegen Dortmund. Ja, verschlug Tor in Leipzig. Die letzte Möglichkeit auf die Europa League. Und jetzt nach Leipzig, der erste Treffer der Konferenz. Die Gäste führen und Stand jetzt wäre der FC Bayern München deutscher Fußballmeister. 14. Spielminute, Robert Lewandowski macht das Ding rein. Trifft da perfekt mit dem linken Fuß. Für Gulaschi, dem vielleicht besten Bundesliga-Keeper aktuell, ist da nichts zu machen. Super getroffen und der Pole lässt hier die Münchner hoffen, eben jetzt schon die Meisterschaft klar machen zu können. Wir schauen eine Station weiter ins Westfalenstadion. Wie gehen die Dortmunder damit um? Ergebnis kam jetzt gerade auf die Anzeigentafel.
und spricht sich natürlich auch rum. Verbessert nicht unbedingt die angespannte Stimmung bei den Schwarz-Gelben. Zumal jetzt auch David Kownacki eine richtig gute Chance hatte. Nach knapp 14 Spielminuten das gefährlichste in der Partie. Es ist noch relativ offen aktuell. Friedhelm Funkel weiß ja, wie er gegen solche Teams zu spielen hat. Nun aber der BVB in der Vorwärtsbewegung. Witzel zu Mario Götze, starker Ball, kein Abseits. Und Christian Pulisic bleibt eiskalt. 17. Spielminute, der BVB legt nach und schickt zumindest mal Grüße in Richtung Leipzig. Wird natürlich noch überprüft, ob es wirklich kein Abseits war, aber der Ball von Mario Götze ist ja wirklich sensationell. Möchte ich nicht entscheiden, die kalibrierte Linie soll helfen. Also, der BVB legt nach, hier steht es 1:0, wir schauen zum Abstiegskampf mal nach Stuttgart. Der VfB bemüht sich hier, es aus eigener Kraft zu bewerkstelligen. Bekommt aber noch keine richtig guten Möglichkeiten aufs Feld. Pavard mit der Flanke, aber hier in der Szene doch deutlich missglückt. Wir schauen mal auf eine Chance, die dann der VfB tatsächlich mal hatte. Aber Pavard macht da das ganz locker, will kein Risiko gehen. Es wurde nicht so richtig brenzlig. Er zeigt aber, dass er ein würdiger Tor in Leverkusen Vertreter ist. Tor in Leverkusen. Und das schauen wir uns natürlich an. Der Gastgeber führt, Julian Brandt mit dem 1:0 in der 19. Minute. Der FC Schalke 04 ist hier völlig überfordert. Vielleicht wollen sie einfach vermeiden, hier so unterzugehen wie Frankfurt. Brandt kommt dann frei zum Abschluss. Bruma kriegt den Fuß nicht mehr ran. Padoran Stasic ist es natürlich, Bruma ist nur auf der Bank. Und dann macht Brandt das richtig stark. Der hat den guten Abschluss und macht hier das verdiente, das hochverdiente Führungstor für Bayer 04 Leverkusen. Und damit lebt die Hoffnung weiter auf die Champions League. Die Augen werden natürlich auch morgen auf Frankfurt gerichtet sein, die um Sonntag 18 Uhr gegen Mainz antreten. Schalke versucht sich hier ein bisschen nach vorne zu spielen, aber Leverkusen kann das dann doch ganz gut klären. Wir schauen mal in die Fuggerstadt, ab nach Augsburg. Die Augsburger spielen hier auch durchaus befreit auf, konnten sich ja mit dem 0:0 gegen Schalke auch endgültig retten, beziehungsweise es war schon am Tag davor klar, als der VfB Stuttgart gegen die Hertha hier nicht gewinnen konnte. Jetzt also auch mal die Gäste. Andrei Duda wird nicht angegriffen, der Weg in die Mitte wird zugestellt von Jonathan Schmid und dadurch ist der Weg zum Tor völlig frei. Und Kobel pariert, ist da als einziger aufmerksam und verhindert Schlimmeres. Nicht unbedingt die Partie, von der man so viel erwarten kann, wenn man sich das auf dem Papier durchliest. Aber es geht ja eben für beide Mannschaften. Eben nicht mehr um Dramatisches und die offensive Ausrichtung wäre durchaus angebracht, um dem Zuschauer nochmal etwas bieten zu können. Rekik hier mit dem Abschluss gar nicht mal so. Tor in Stuttgart! Verkehrt. Tor in Stuttgart, das ist interessant. Die Wölfe führen. 27. Minute und der VfB gerät jetzt so langsam wieder ins Schwimmen. Stand jetzt nur noch 4 Punkte Vorsprung auf Nürnberg. Stark gemacht, die Flanke von Memedi von der linken Seite. Und Weghorst hat eben auch einen Lauf in dieser Saison. Aus gar nicht so gutem Winkel spitzelt er den rein. Tor in Nürnberg! Von Robert Zieler vorbei und jetzt der Treffer in Nürnberg. Der VfB ist jetzt richtig in Not, weil der erste FC Nürnberg in der 27. Minute das 1:0 erzielt. Michael Ishak mit dem Treffer für die Gastgeber. Fehler in der Bewegung nach vorne und dann geht es blitzschnell in die Spitze. Und Ishak bleibt kalt vor Jan
Sommer. Gladbach ja aktuell auch nicht in bester Verfassung. Und so lebt die Hoffnung vorm Klassenerhalt. Jetzt schauen wir nach Hannover. Die haben auch noch gewisse Hoffnungen. Und wenn man nach Stuttgart schaut, gar nicht zu Unrecht. Hier hatten sie jetzt auch eine gute Chance in dieser Sekunde. Haraguchi mit der Seite testet Alexander Schwolo. Aber der Freiburger Schlussmann, einfach auch eine Instanz bei den Breisgauern. Macht das stark. Eckstoß für Hannover. Vom Torverhältnis her sind sie etwas besser aufgestellt als die Stuttgarter, zumindest Stand jetzt. Wobei, nicht besser. Sie sind gleich aufgestellt. Sie müssten hier einfach nur treffen. Einfach nur treffen und jetzt treffen sie auch. Das ist doch Wahnsinn. Miko Albornoz nach der Ecke vorne geblieben und der köpft das Ding hier ein und bringt den VfB Stuttgart richtig in Bedrängnis. Jetzt klopfen eben von unten beide Mannschaften. Der erste FC Nürnberg und Hannover 96. Freiburg versucht hier zwar nach vorne zu spielen, bekommt es nicht hin und Hannover mit Leidenschaft. Am 33. Spieltag bekommen sie das hin. Wir schauen mal auf die Blitztabelle. Wir sehen das, Stuttgart 2 Punkte vor Nürnberg mit dem schlechteren Torverhältnis und Hannover kratzt jetzt auch von hinten. Wir schauen mal weiter. Und zwar in ganz andere Gefilde hier in die Red Bull Arena. Der FC Bayern führt, wäre jetzt trotz der Führung auch in Dortmund deutscher Meister. Sven Ulreich spielt hier ein bisschen rum, aber das kann er auch machen. Leipzig geht nicht ganz vorne drauf. Etwas abwartend, auch gegen den ersten FSV Mainz haben sie ja ein paar defensive Defizite gezeigt. Und nun kommen wieder die Münchner über die rechte Seite. Die Flanke ist gar nicht verkehrt, aber Gulaschi passt auf. Trotzdem nochmal der Abschluss. Leon Goretzka kriegt den aber nicht mehr aufs Tor gezogen. Damit war Ralf Rangnick natürlich nicht ganz zufrieden mit den 3 Gegentoren gegen Mainz. Aber das ist das Risikospiel, dieses risikobehaftete Spiel. Und dort wurde es dann mal bestraft. Haben immerhin auch selber dreimal jubeln können. Und der dritte Tabellenrang ist ja manifestiert. Nach unten geht gar nichts mehr. Die theoretische Möglichkeit auf Platz 2 wurde ja vorher noch angesprochen. Aber dafür müsste Dortmund zweimal hintereinander patzen. Konaté jetzt mit dem Fehler und dann kann es wieder postwendend gehen über Gnabry und Thomas Müller. Thomas Müller kann vielleicht auch den Abschluss suchen, das macht dann Koeman. Aber das scheint der Regie noch nicht mal ein Wiederholungsclip wert zu sein. Stattdessen nochmal diese Chance von Leon Goretzka. Da war jetzt der Abschluss von Koeman aber etwas besser in meinen Augen. Also, wir haben gleich Halbzeit, Tor knapp Nürnberg. 10 Minuten vermutlich noch und jetzt schauen wir nach Nürnberg. Stuttgart kann zumindest wieder etwas Luft atmen und Luft holen, weil Borussia Mönchengladbach in der 38. Minute ausgleichen kann durch Alassane Player. Schöner, wuchtiger Schuss, rechts rein und Martinia ohne jede Chance. Für Gladbach geht es ja auch noch darum, bestenfalls die 6 Punkte einzufahren und dann am Ende die Champions League noch zu erreichen. Dafür ist natürlich dieser Sieg heute Pflicht. Ansonsten wird das nichts mit den 6 Punkten. Tor in Augsburg. Berg wird es etwas brenzliger und jetzt schauen wir nach Augsburg. Hier führen die Gäste mit 1:0. Vedad Ibisevic macht das Ding rein. Der so erfahrene Stürmer auch gegen Stuttgart. Sein Ex-Club konnte er treffen. Setzt sich hier erstmal gut durch, bekommt den Ball dann wieder über 2 Stationen. Sjelbred zu Duda, leitet nochmal weiter eben auf den Vedator. Schöner Schuss dann. Hier geht es aber um nicht mehr viel. Und deswegen gucken wir mal nach Hoffenheim.
Die Sinsheimer wieder mit fehlender Coolness im Abschluss. Die Flanke jetzt von Veljkovic erstmal rausgeklärt. Moisander nach Gelbsperre ist ja wieder zurück. Möwald, Rashica und Osako spielt den Ball nach außen. Langkamp heute deswegen auf der rechten Verteidigungsposition durchaus dazu angehalten, mit nach vorne zu spielen. Aber die Flügelläufe sind jetzt nicht unbedingt seine große Stärke. Jetzt mit dem fehlerhaften Einwurf hier von Nico Schulz wieder die Bedrängnis für Hoffenheim. Da müssen sie auch aufpassen. Bremen hofft so mit dem Sieg hier an Hoffenheim dran zu bleiben. Aber das dürfte auch relativ schwer werden, wenn man nicht wirklich gefährlich nach vorne kommt. 4 Punkte sind es ja Rückstand auf den 8. Platz, eben da, wo die TSG steht, und 5 auf Platz 7. Da ist aktuell der VfL Wolfsburg bzw. Gladbach jetzt, wenn wir die Ergebnisse aus den Parallelspielen hochrechnen. Apropos Wolfsburg, die sind zu Gast in Stuttgart. Und Wolfsburg macht hier auch das 2:0. Das heißt, für die Stuttgarter wird es wieder richtig ungemütlich. Admi Mimedi das 1:0 vorbereitet. Das zweite macht er jetzt selbst. Diesmal ist Weghorst der Vorbereiter. Es wird also quasi umgedreht. Ja, und nach dem 1:0 von Nico Willig bei seinem Einstand gegen Gladbach, dann die Pleite bei der Hertha, und jetzt sieht's kurz vor der Pause gegen Wolfsburg auch alles andere als gut aus. Wir schauen aber nochmal nach Dortmund. Der BVB kommt und hat den nächsten Abschluss. Delaney mit dem Kopfball in die Arme von Michael Rensing. Trudelt jetzt hier so langsam aus, aber nochmal die Dortmunder. Paco Alcácer, schöner Ball mit Mario Götze zusammengespielt. Und Jadon Sancho macht das 2:0. Ist mittlerweile auch verdient, aber das müssen wir in der Wiederholung nochmal sehen. Da dachte ich eigentlich, der Düsseldorfer wäre dicht genug dran gewesen. Das von Paco Alcácer und Götze ist natürlich auch gut gemacht, aber dann darf Jadon Sancho da eben nicht so zum Abschluss kommen. Suttner ist es da, der nicht richtig gegenhält. Und jetzt ist die Frage, was macht der FC Bayern München in Leipzig? Im Prinzip muss Dortmund darauf hoffen, dass Leipzig das Spiel sogar noch dreht. Danach sah es jetzt in den letzten Einstellungen nicht aus. Also hier steht 2:0 und jetzt ist ja auch Pause. Wir schauen nochmal nach Leipzig, da ist die Partie nämlich noch im Gange. Und es kommen nochmal die Bayern in der 3. Minute der Nachspielzeit. Der Ball kullert oder fällt durch den Strafraum. Und am 2. Pfosten steht Kingsley Coman und bringt die Bayern ganz dicht dran zum Erfolg, zur Meisterschaft. Aber was machen die Leipziger da? Kommen da nicht an den Ball. Der trudelt da lang und breit durch den 16er. Alle verschätzen sich irgendwie. Coman behält die Übersicht. Der Jubel ist groß und auch zum besten Zeitpunkt, so unmittelbar vor dem Pausenpfiff, wird Leipzig jetzt mit diesem 2-Tore-Rückstand in die Pause gehen. Es steht also nach 45 Minuten 0:2. Die Bayern scheinen auch ihre Hausaufgaben zu erledigen. In den anderen Partien ist ebenfalls schon abgepfiffen. Deswegen gucken wir kurz auf die Halbzeitresultate und sind dann gespannt auf den zweiten Durchgang. Ja, also Leipzig liegt 0:2 gegen Bayern hinten, Leverkusen führt mit 1:0 gegen Schalke, Nürnberg-Gladbach 1:1, also das interessant im Abstiegskampf, Augsburg gegen Hertha 0:1, Hoffenheim, Werder noch 0:0, Hannover führt gegen Freiburg, Stuttgart 0:2 gegen Wolfsburg, das heißt, Hannover hat also doch nochmal Möglichkeiten in der Klasse zu bleiben, wenn das so bleibt, Dortmund führt 2:0 gegen Düsseldorf und oben dann eben noch, beziehungsweise unten noch zu sehen, Frankfurt gegen Mainz am morgigen Sonntag. Ansonsten würde ich mich hier in der Pause über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Weiter geht's jetzt mit dem zweiten Durchgang. Viel Spaß und vielen Dank nochmal fürs Reinschalten. Zurück in der Konferenz schauen wir nochmal in Leverkusen auf den 1:0-Führungstreffer, der bislang auch das einzige Tor darstellt in der Bayer Arena. Julian Brandt machte das relativ souverän von Schalke
kommt nach wie vor fast gar nichts. Eine enttäuschende Vorstellung, aber in dieser Saison darf man vermutlich auch nichts mehr Großes erwarten. Leverkusen will die Hoffnung bewahren, die Champions League zu erreichen. Die Hausaufgaben scheinen sie hier selbst erstmal zu machen. Und Schalke wirklich allerspätestens im letzten Drittel, meistens schon ab der gegnerischen Hälfte, viel zu harmlos und ohne großen Plan nach vorne zu spielen. Jetzt kommen die Gastgeber über die rechte Seite. Weiser mit der Flanke. Alario kommt aber nicht ran. Nübel schmeißt sich auf den Ball. Macht da gut Tor in der Augsburg. Szene. Und das Tor in Augsburg nehmen wir natürlich mit. Der Ausgleich. Und es ist ein alter Bekannter aus Herthaner Sicht. Julian Schieber mit dem 1:1. 51. Spielminute. Der hatte nicht unbedingt die glücklichste Zeit bei Berlin, aber eben auch von Verletzungen geprägt, wie schon hier auch wieder bei den Fuggerstädtern. Gut weitergeleitet, kein Abseits und er bleibt eiskalt vor Rune Jahrstein, der sich da ärgert. Hier steht's also Remis, wir schauen nach Leipzig. Und die Bayern kommen schon wieder, wollen jetzt mit dem 3:0 alles klar machen und Leipzig wirkt, ich will nicht sagen etwas von der Rolle, aber die sind schon nicht so ganz frisch drauf heute. Eventuell liegt der Fokus wirklich nur auf dem DFB-Pokalfinale. Trotzdem sollte man hier nicht so abschenken. Demme mit dem Katastrophenball, den Goretzka ohne Probleme abfangen kann. Und die Bayern wieder im Vorwärtsgang. Über die linke Seite, Kingsley Coman sehr auffällig. Und dann Lewandowski, wie kommt er da an den Ball? Das darf doch nicht wahr sein. Und was es für ein Tor ist. 0:3. Was machen die Leipziger hier? Die beste, vielleicht zumindest ansehnlichste Rückrundenmannschaft stellt sich dilettantisch an in der Defensive. So darf der Ball da nicht durchkommen. Lewandowski mit dem dritten Treffer. Und jetzt ist wohl wirklich alles klar. Und am 33. Spieltag in der 54. Minute ist der FC Bayern wohl durch. Renato Sanchez kommt für Leon Goretzka, war auch schon vor dem 0:2 Tor in Leverkusen. Klar. Dann passen wir zurück nach Leverkusen, der nächste Treffer. Auch wenn es hier nur in Anführungszeichen 2:0 steht, kann man davon ausgehen, dass das die Entscheidung bedeutet. Doppelpack von Julian Brandt. Und alleine hier in den ersten 11,5 Minuten hatte sich das schon wieder angedeutet. Brandt auch ohne Druck. McKenny grätscht noch rein, kann es aber nicht mehr verhindern. Hier steht es 2:0. Wir schauen nach Hannover. Da führen auch die Gastgeber. Und das nicht unverdient, auch wenn Freiburg jetzt im zweiten Durchgang hier mehr Druck erzeugen möchte. Da kommen auch die in blau gekleideten Gäste. Und da ist ein gar nicht verkehrter Abschluss von Lukas Höhler von Höfler bedient. Muss man ja aufpassen, dass man da nicht durcheinander kommt. Der eine in der Spitze, der andere auf der Doppelsechs. Das war durchaus Tor in okay. Dortmund. Und den Treffer in Dortmund nehmen wir natürlich auch mit. 3:0. Dortmund zieht also wieder nach. In der ersten Halbzeit hatten sie noch vorgelegt, jetzt haben die Bayern vorgelegt. Axel Witzel mit einem fantastischen Tor, das ist wirklich richtig schön gemacht, kommt erst nicht durch, bekommt dann aber den Nachschuss. Und Morales, der den Ball in die Magengrube wohl bekommen hat, kann nur noch hinterher schauen. Es wird aber nicht reichen für die Dortmunder, davon kann man jetzt ausgehen. Trotzdem ist das nochmal ein würdiger Abschied in eigentlich Tor in Stuttgart. Einer durchaus zufriedenstellenden Saison. Und wir schauen nach Stuttgart. Es ist alles andere als zufriedenstellend, was Nico Willig hier von seiner Mannschaft sieht. 0:3, exakt eine Stunde gespielt. Felix Klaus mit der Vorlage und Weghorst schiebt das Ding an Zieler einfach nur noch vorbei. Das dürfte es jetzt wohl auch gewesen sein. Unglaublich, was die Schwaben hier abliefern. Und so müssen sie wirklich aufpassen, nicht noch direkt abzusteigen. Die Partie hier ist durch.
Schauen wir nach Nürnberg. Können die davon profitieren? Müssten dann selber hier auf jeden Fall gewinnen. Dann wäre es aber durchaus wieder im Bereich des Möglichen. Der Ball hier in die Spitze noch relativ schwach. Martinia passt auf, drischt ihn dann aber nach vorne, wo Strobel aufpasst und zu Zakaria weiterleitet. Es sind nicht so viele Möglichkeiten in der Partie. Nürnberg versucht es zwar, kann aber nichts rausspielen. Jetzt Hazard muss vielleicht selber den Abschluss suchen. Marc Reiter sichert den Ball und in die andere Richtung ist es dann häufig auch zu nervös im letzten Abschnitt. Doch auch Gladbach hier alles andere als fehlerlos. Tor in Leipzig. Genialer Ball auf Sebastian Kerk, der trifft den Pfosten und Tor in Leipzig, wenn ich mich nicht verhört habe. Schauen Sie, staunen Sie. Unglaublich, was hier passiert. Der FC Bayern zerlegt Leipzig, wie schon Dortmund vor einigen Wochen, in seine Einzelteile. Gulaschi ist noch dran gegen den Schuss von Lewandowski. Aber der kann hier zum dritten einhämmern. Unglaublich, was hier los ist. Man hat das Gefühl, und jetzt nebenbei, Ribéry kommt für Coman. Man hat das Gefühl, dass wenn irgendjemand sagt, die und die könnten den Bayern gefährlich werden, wie das Tor bei Dortmund und Leipzig der Fall war. Nee, da machen wir kurz einen Prozess. Ab nach Dortmund. Hier steht es jetzt auch 4:0, also vielleicht dann doch der BVB wirklich mit einem ganz versöhnlichen Ende. Und dann auch noch Maximilian Philipp, der nicht unbedingt die glücklichste Saison in seiner Karriere spielt. Ist auch noch ein junger Spund, aber hat einfach in diese Saison nie wirklich reingefunden. Macht hier das 4:0, jetzt gibt es einen Doppelwechsel. Karaman und Morales gehen runter. Wir schauen dann später noch im Detail drauf oder vielleicht haben sie es auch erkannt, wer reingekommen ist. Da fehlt mir jetzt aktuell ein bisschen der Überblick, aber klar, Funke will hier nochmal jedem seine Möglichkeit geben. Zu verlieren ist hier sowieso nichts mehr und dieses 4:0 sollte auch nicht über die grandiose Saison von Düsseldorf hinwegtäuschen. Hier wird gerade viel mit Wechseln unterbrochen und deswegen schauen wir noch einmal im Stadion weiter. Nach Sinsheim und Hoffenheim drückt, will den Treffer, aber er will wieder einfach nicht fallen. Ishak Belfodil auch mal bei Bremen gewesen mit dem guten Ball auf Kader Rabek, der auf der rechten Seite aber etwas planlos wirkt, dem auch die Unterstützung fehlt. Kerim Demirbay steht ja bei anderen Bundesligisten im Gespräch. Kerim Demirbay in die Arme von Pavlenka. 20 Minuten noch zu spielen. Ein offenes Ende, eben nicht zuletzt durch den noch offenen Spielstand. Aber beide versuchen es, beide wollen, vielleicht müssen beide sogar gewinnen. Bremen auf jeden Fall, Hoffenheim ist vielleicht mit dem 0:0 auch zufrieden, aber das können sie eigentlich auch nicht sein. Da haben sie es nicht in der eigenen Hand. Der Dreier sollte deswegen eigentlich hergestellt werden. Tor in Augsburg. Bremen nicht durch zum Abschluss, ab nach Augsburg. Die erneute Führung für die Gäste. Maximilian Mittelstädt mit einem durchaus ansehnlichen Treffer. Eine knappe Viertelstunde vor dem Ende. Augsburg bekommt es nicht geklärt. Hertha bleibt aber auch dran in der Szene. Kobel streckt sich, kommt nicht mehr ran. Wir melden uns, wenn hier noch was passiert. Ansonsten ist auf anderen Plätzen etwas mehr Feuer drin. Das muss man hier in Leipzig den Gastgebern zumindest zugute halten. Sie wollen jetzt nicht hier das 0:4 begrenzen und es eben bei diesem doch deutlichen Resultat lassen, sondern weiter nach vorne spielen. Das tun sie auch, hatten gerade eine Möglichkeit, die Ulreich parieren konnte. Eckstoß jetzt von der rechten Seite, Willi Orban in die Arme von Sven Ulreich, aber
Natürlich ist hier alles durch. Die Bayern werden es zum nächsten Titel schaffen. Und die Frage dann, wie viel Emotionalität kommt dann wirklich auf? Wie viel kann hier wirklich reinkommen? Auch wenn es über lange Zeit spannend war in dieser Saison, wird man sagen, ja, irgendwie war es doch klar. Orban mit der Klärungsaktion. Thiago, was macht denn Thiago da? Was ist das für ein Tor? Aber es passt irgendwie zu diesem Nachmittag und setzt dieser Irrenpartie noch die Krone auf. 79. Minute, Orban mit der Klärungsaktion, natürlich direkt ins Zentrum. Aber wie trifft der Spanier denn bitte diesen Ball? Das ist unglaublich. Unglaublich. Gulaschi chancenlos, auch wenn er Ungar etwas zu weit vor seinem Kasten steht. Damit kann er einfach nicht rechnen. Und das ist vermutlich das schönste von einigen schönen Toren am heutigen Tage. 0:5. Das ist der Wahnsinn. Und eine versaute Generalprobe. Nochmal nach Hannover. Wahnsinn, was da abgeht. Und Hannover muss jetzt aufpassen. Wenn Freiburg hier treffen sollte, wäre es der sichere Abstieg. Das ist klar. Der Dreier muss hier behalten werden in der HDI-Arena. Weiter bei von Fossum auf die Außenbahn. Günther passt aber auf und dann können sie das hier gut spielerisch von hinten raus klären. Und sie spielen wieder nach vorne, also von Wettbewerbsverzerrung natürlich gar nichts. Tor in Nürnberg zu sehen. Tor in Nürnberg, auch das für den Abstiegskampf nochmal interessant. Gladbach schießt Nürnberg in die zweite Bundesliga. 84. Spielminute, es ist für den Club vorbei, da lege ich mich fest. Und es ist Thorgan Hazard in einem seiner letzten Auftritte bei der Fohlenelf. Sichert damit die weitere Möglichkeit auf die Champions League. Und ja, für Nürnberg, hier ist es jetzt erstmal relativ still geworden im Max-Morlock-Stadion. Wer mag es den Fans verdenken, aber die werden wiederkommen, da bin ich mir sicher. Überragende Moral in der Mannschaft, bei den Fans, aber das dürfte es jetzt vermutlich auch gewesen sein. Ein großes Fazit kann man hier eigentlich noch gar nicht ziehen, es ist ja auch noch nicht vorbei, aber das ist dann vermutlich wirklich Tor in Stuttgart. Das für Nürnberg gewesen. Ab nach Stuttgart. Immerhin der Ehrentreffer. Wie schon gegen die Hertha nach einem 3-0 Rückstand noch der Anschluss oder ja eben der Ehrentreffer. Wer weiß. Man kann sich hier kaum vorstellen, dass noch was passiert. Es steht 1:3. Gomez macht das Ding in der 88. Wir schauen nochmal nach Dortmund. Der BVB lässt das jetzt hier langsam ausklingen. Es sah zwischenzeitlich aus, als würde Düsseldorf eine richtige Packung bekommen. So bleibt es erstmal beim 4:0. Trotzdem scheinen jetzt noch die Schwarz-Gelben Lust zu haben. Brünn Larsen kommt nicht durch, setzt sich dann aber nochmal an die Balleroberung und kriegt dann auch den Abschluss. Der ist aber abgewehrt von Suttner. Diesmal macht das besser. Stellt das Knie rein, aber wir schauen nach Leipzig. Ja, beäugen hier die Endphase in der Red Bull Arena und konsternierte Leipzig-Fans. Aber das hier sollte nicht als Blaupause für die Finalpartie gelten, denn da ist Ralf Rangnick viel zu clever für, als wenn er hier seine Schlüsse nicht rausziehen könnte. Es war viel Risiko, es war viel Pech. Bei Bayern saß jeder Ball. Und jetzt, wenn hier Abpfiff ist, dürfte es das gewesen sein. Wir sind eine halbe Minute drüber. Der Meisterschaftsjubel wird sich noch etwas verzögern, aber sicherlich nur noch um einige Sekunden. Und zwar genau um diese 10. Das ist es gewesen. Robert Lewandowski mit seinen 3 Toren hat der erheblichen Anteil daran, dass der FC Bayern München zum 7. Mal in Folge deutscher Meister wird. Man muss sich nicht freuen, man muss es nicht feiern, aber man muss es auf jeden Fall respektieren. Sie haben sich wieder rangekämpft. Die große Meisterschaftsfeier wird es dann
natürlich nächste Woche gegen Frankfurt geben. Jetzt schauen wir nochmal dahin, wo es etwas trauriger zur Sache geht. Und zwar nach Nürnberg. Die Gladbacher haben also den Club ins Unterhaus gekickt, aber sie hauten heute nochmal alles rein. Die Nürnberger können erhobenen Hauptes vom Platz gehen. Zwischenzeitlich sah es wirklich nochmal richtig gut aus, aber jetzt ist bereits vor dem 34. Spieltag alles klar. Gladbach gewinnt hier mit 2:1 und das soll es dann erstmal aus der Konferenz gewesen sein. Jetzt gibt es nochmal alle Tore in der Übersicht und danach das Spiel Mainz zu Gast in Frankfurt. Die Partie Hoffenheim gegen Werder Bremen hätte durchaus torreich werden können, doch wieder mal lag insbesondere bei den Gastgebern das Makel bei der Chancenverwertung. Direkt hier ganz früh die Möglichkeit zum Führungstreffer, aber Pavlenka war dazwischen. Nur wenig später im Verlaufe noch des ersten Durchgangs die nächste Chance, die eigentlich hätte sitzen müssen. Pavlenka hatte einen richtig guten Tag und so trennen sich am Ende Bremen und Hoffenheim 0:0. Borussia Dortmund wollte zumindest selber die Hausaufgaben erledigen und so erzielten sie dann auch in der 17. Spielminute das 1:0 durch Christian Pulisic. Zu Gast waren die Düsseldorfer, die hier im Westfalenstadion über weite Strecken gut agierten, aber dennoch qualitativ unterlegen waren. Jadon Sancho in der 45. dann mit dem 2:0 hatte etwas Glück, dass er an den Ball kommt. Rensing etwas überrascht, dass der dann doch noch so platziert auf den Kasten kommt. Knappe Stunde gespielt, nach genau genommen 59 Minuten das 3:0. Axel Witzel, der im ersten Versuch nicht durchkommt, dann einfach nochmal draufwuchtet und den optimal trifft. Danach war alles klar. Maximilian Philipp konnte dann in der 65. Minute sogar noch das 4. Tor erzielen. Auch für ihn persönlich sicherlich etwas Balsam auf die doch etwas unglückliche Seele in dieser Saison. Dortmund gewinnt mit 4:0 gegen Düsseldorf. Ob es zum Meistertitel reicht, hängt von den Bayern ab. Bayer 04 Leverkusen überrollte in der letzten Woche die Frankfurter. Hier gegen den FC Schalke 04, der sich mit einem 0:0 gegen Augsburg retten konnte, waren sie auch klar überlegen. Von den Gästen scheint man in dieser Saison nicht mehr viel erwarten zu können. Julian Brandt mit dem Doppelpack, 57. Minute, das 2:0. Damit war auch alles klar. Danach geschah nichts mehr. Leverkusen hatte noch einige Möglichkeiten, aber sie konnten nicht mehr einnetzen. So endet diese Partie. Verdient 2:0. Der FC Bayern München wollte mal wieder beweisen, wer die Nummer 1 in Deutschland ist und mit einem Sieg heute würden sie vorzeitig, unabhängig der Dortmunder, den Titel klar machen. Lewandowski erzielte in der 13. Minute das 1:0, dann das 2:0 durch Kingsley Coman unmittelbar vor dem Pausenpfiff. Der Ball kullert da, rollt da durch den 16-Meter-Raum, springt nochmal auf und Coman bleibt dann eiskalt. Zweite Halbzeit, jetzt ging es für Leipzig dahin. Sie versauten sich so ein bisschen die Generalprobe vor dem DFB-Pokalfinale, wo sich ja das Duell genauso anhört wie hier. Leipzig gegen Bayern München, 3:0 hier von Lewandowski, tolles Tor. Dann sogar noch das 4., also ein Dreierpack von Lewandowski. Der Pole setzt den oben rechts rein, nimmt den stark mit, kriegt den dann auf den Kasten. Gulaschi ist noch dran, deswegen springt er sogar noch oben in den Winkel. Aber das schönste Tor von allen, und es waren viele schöne dabei, erzielte Thiago in der 79. Minute, der hier sage und schreibe das 5. Tor für Bayern erzielen konnte. Damit sind sie wieder Meister, absolut verdient. Herzlichen Glückwunsch, mehr kann man dazu nicht sagen. Das Glück oder die Wirkung von Nico Willig scheint sich schon wieder aufgelöst zu haben. Hier gegen den VfL Wolfsburg, gegen der VfB Stuttgart in der 27. Minute mit 0:1 in Rückstand. Gegen die Hertha verloren sie ja mit 3:1. Da war es eine unglückliche Szene, die zu einem Elfmeter hätte führen können. Aber Stuttgart bekam ihn nicht. So verloren sie dort dann klar und deutlich. In der 45. Minute machte der Schweizer Admir Mehmedi das 2:0 und verbesserte damit die Möglichkeiten für die Gäste auf die Europa League.
Weghorst in der 60. Minute mit einem Doppelpack hält den Fuß gerade rein. Felix Klaus, der das 1:0 gegen Nürnberg erzielt hatte, bringt hier die Hereingabe stark gemacht. Keine Chance für Ron-Robert Zieler. Es gab noch den Ehrentreffer durch Mario Gomez in der 88. Spielminute. Ebenso wie es das gegen Hertha BSC der Fall war. Trotzdem war es hier wieder eine niederschmetternde Pleite für die Schwaben. Und sie müssen aufpassen, nicht noch direkt abzusteigen. Der FC Augsburg und die Hertha aus Berlin streiten sich noch so ein bisschen um die goldene Ananas. Den besseren Beginn erwischten die Hauptstädter Vedat Ibisevic mit dem Treffer zum 1:0. Das war dann auch der Halbzeitstand. Julian Schieber, Ex-Berliner, in der 51. Minute mit dem Ausgleich. Macht da durchaus artistisch und nicht schlecht. Bleibt da ganz cool. Nimmt den auf knapp 1,10, 1,20 Meter Höhe, gut aus der Luft. Doch das 1:1 reichte nicht zum Punktgewinn für die Fuggerstädter. Mittelstädt machte das 2:1 mit einem schönen Linksschuss. Oben links in den Knick. Zumindest einigermaßen oben links rein. Kobel kam nicht ran. Hertha gewinnt mit 2:1 in Augsburg. Für Hannover 96 besteht immer noch die theoretische Chance, in der Liga zu bleiben, trotz nur 18 Punkten nach 32 Spielen, und Mikko Albornoz hielt diese Hoffnung auch erstmal am Leben mit diesem Kopfballtreffer, denn das war das Tor des Tages. Hannover schlägt enttäuschende Freiburger hier knapp mit 1:0. Der erste FC Nürnberg musste gegen Gladbach gewinnen und sie gingen zumindest mal in Führung in der 27. Spielminute durch Mikael Ishak, der Schwede, mit einem schönen Linksschuss. Sehr gut getroffen, und Jan Sommer ist aus der Distanz dann absolut machtlos. Alassane Plea konnte das vor dem Pausenpfiff wiederum ausgleichen. 37. Minute ebenfalls ein sehr harter und präziser Schuss ins Eck. Hier war Christian Martenia ohne jede Möglichkeit, den abzuwehren. Nürnberg ging dann aufs Ganze, mussten sie auch, bekam aber die Quittung. 83. Minute, Thorgan Hazard, der Belgier, mit dem 2:1. Das war die Entscheidung. Nürnberg ist damit wieder abgestiegen. Das, womit schon viele lange gerechnet hatten, ist jetzt letztendlich bittere Wahrheit. Um den Spieltag rund zu machen, schauen wir nach Frankfurt. Der erste FSV Mainz 05 war zu Gast, ein Hessen-Derby, zumindest möchten es die Mainzer so nennen. Für die Frankfurter ist ja das Spiel gegen Offenbach vermutlich das größte der Historie. Jetzt aber ins Spiel. Die erste Möglichkeit gehörte hier Jean-Philippe Mateta. Nach 10 Spielminuten testet er direkt mal Kevin Trapp, der aber aufmerksam war und den Ball eben abwehren konnte. Man merkte den Frankfurtern das Spiel in London noch an, und so war es der Gast aus Mainz mit der besseren Spielanlage. Alexandre Maxim aber dann mit einem doch relativ missglückten Versuch, der nach 32 Spielminuten dennoch eines der wenigen Highlights in dieser Partie darstellte. Von Frankfurt nach vorne wirklich nichts zu sehen. Nach der Klatsche gegen Leverkusen wollten sie jetzt in der Liga erstmal wieder etwas durchatmen. Es geht ja immer noch um die direkte Champions League-Qualifikation. Ab in den zweiten Durchgang erstmal wieder ein ähnliches Bild. Der erste FSV Mainz 05 mit der besseren Spielanlage, klar, die Luft haben sie auch. Brosinski mit der Flanke, Kevin Trapp dazwischen, Szene noch heiß, die Frankfurter bekommen es nicht geklärt. Alexandre Maxim mit einer auffälligen Partie und dann Brosinski am zweiten Pfosten mit dem Kopfball. Gar nicht so verkehrt, und die Mainzer hätten hier schon durchaus führen können, vielleicht sogar führen müssen. Gerade mal noch eine Viertelstunde auf der Uhr. Frankfurt mit einer Standardsituation, da vielleicht dann mal für Gefahr gesorgt. Fernandes, Willems gut durchgesteckt zu Paciencia. Müller pariert aber und hält somit erstmal das 0-0 fest. Und für die Mainzer geht es ja nur noch darum, eine vernünftige Platzierung am Ende zu haben. Gerne gewinnen würden sie hier aus Rivalitätsgründen dennoch sehr gerne. 10 Minuten auf der Uhr, Flanke oder Eckstoß, und jetzt war der Treffer da. Martin Hinteregger in der 81. Spielminute nickt das Ding ein. Unglaublich, aber wahr. Frankfurt hat jetzt doch wieder
das Glück auf der eigenen Seite. Da setzt er sich gegen Alexandru Maxim und Lazza durch. Doch Partie war noch nicht zu Ende. Mainz wollte schnell zurückschlagen. Quaison auf Danny Lazza, kommt erstmal nicht durch. Dann Quaison mit der schönen Abnahme, aber in die Arme von Kevin Trapp. Der hält den Ball dann fest. Die letzte Aktion der Partie gehörte dann nochmal den Frankfurtern. Lange Bälle und Kostic unermüdlich hier auf der linken Seite. Zieht in die Mitte Philipp Kostic nochmal. Aber der ging dann ins Nirgendwo. Die Fans nach wie vor begeistert und schauen sie sich das an. Da ist so viel Kraft gelassen worden. Philipp Kostic liegt am Boden. Ärgert sich über diesen Schuss, doch er konnte sich kurze Zeit später freuen. Frankfurt gewinnt zum Abschluss des 33. Spieltages mit 1:0 gegen Mainz. Und dann schauen wir nochmal auf die Tabelle, was diese Ergebnisse, die links zu sehen sind, bedeuten. Der FC Bayern München besiegt Leipzig mit 5:0 in der Prognose. Leute, ich gehe auch nicht davon aus, dass es in echt so ausgeht, aber es ist jetzt nun mal so, die Bayern wären demnach deutscher Meister. Ist ja auch in echt nicht unwahrscheinlich, dass es so passiert, aber wohl auch nicht so deutlich. Dortmund gewinnt mit 4:0 gegen Düsseldorf, dadurch der zweite Platz auch sicher, also ein überragender Vizemeister. Leipzig dahinter, dann Frankfurt durch das 1:0 gegen Mainz weiterhin auf Champions-League-Kurs, dahinter Leverkusen, Gladbach und Wolfsburg allesamt mit Siegen. Hoffenheim und Bremen haben sich 0:0 getrennt, dementsprechend ist es jetzt für Bremen endgültig vorbei. Und Hoffenheim muss gewinnen und auf einen Ausrutscher der Konkurrenz hoffen. Danach das Mittelfeld. Augsburg hat ja verloren gegen Hertha, dadurch die Hertha jetzt auf Platz 10. Aber unten ist es nochmal spannend. Stuttgart hat den Relegationsrang so also noch nicht sicher, sollte es so ausgehen. Hannover hat ja gewonnen mit 1:0 gegen Freiburg. 3 Punkte Rückstand, das bessere Torverhältnis. Also alles drin für die Elf von Thomas Doll. Und der erste FC Nürnberg wäre damit abgestiegen. Schade, aber nicht so ganz unrealistisch. Also, das war's jetzt mit dem Video. Und jetzt kommt noch das kurze Outro. Jo, das war's dann auch wieder mit der Prognose. Wenn's euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben und ein Abo da. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Prognose und tschüss.